Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kann man essen warm, eine Nudel kann man essen kalt. Aber Nudeln schmecken und darauf kommt es an. Oh. Leute, der Meisen, der hat schon recht, ne? So eine Nudel ist was richtig Feines, vor allem wenn man hier irgendwo gestrandet ist und einfach richtig Hunger hat, ne? Was hältst du davon, wenn wir heute Abend ein bisschen Nudeln essen? Och, so eine gute Pasta. Schön al dente gekocht, Tobi. Ich bin ein richtiger Hexer am Induktionsherd. Ich denke, wir kriegen da was hin. Nee, ich krieg die Nudel auf jeden Fall besser al dente als du. Ich würde sagen, wir machen heute ein Duell der Nudelfeen. Das machen wir. Das Nudelhäuschen schwung und dann jetzt ab an den Herd. Richard, aber warum sind denn Nudeln der perfekte Energielieferant für den Radsportler? Ja, Tobi, super, dass du fragst. Dann möchte ich dir das doch gerne nahebringen. Na klar, Leute, wir wissen, es gibt auch zahlreiche andere kohlenhydrathaltige Alternativen, wie zum Beispiel Reis, Hirse, Quinoa, Kartoffeln zum Beispiel. Und teilweise haben die sogar bessere Werte als die klassische Nudel. Und auch Radsportler gehen mittlerweile ja zum Teil auch von der klassischen Pasta-Party weg. Aber die Nudel hat einen entscheidenden Vorteil. Sie schmeckt einfach richtig geil und so ein klassisches italienisches oder aus welcher Nation auch immer Pasta-Gericht. Oh, da haben wir einfach Bock drauf. Deswegen ist es an der Zeit, dass wir beide mal euch zeigen, was unsere Lieblings-Pasta-Gerichte gewesen sind und immer noch sind, die wir gerne vom Rennen gegessen haben. Und ich würde sagen, wir machen ein kleines Duell. Am Ende haben wir noch einen prominenten Verkoster, der kennt sich mit Nudeln sehr gut aus. Und ich würde mal gerne wissen, welches Gericht zauberst du uns doch denn heute hier auf den Tisch? Ja, Tobi, ich habe ein Gericht von meinem guten Freund Jamie Oliver dabei, mit dem bin ich auch privat sehr gut befreundet. Und zwar gibt es heute von mir eine grüne Pasta. Was steckt dahinter? Im Endeffekt ist das Ganze ein Gericht mit ja, sehr viel Gemüse, Erbsen, Spinat ist dabei, Frühlingszwiebel und Lauch. Abgerundet wird das Ganze mit Nudelwasser und Parmesan. Es gibt dann so eine klebrige Masse und schmeckt wirklich ziemlich gut. Bei mir gibt es gebackenen Ricotta, danke, dass du fragst, mit Pappardelle und süßer Tomatensauce. Deswegen würde ich sagen, muss ich schnell mal anfangen, denn die Tomatensauce, die muss lange köcheln, die Zwiebeln müssen weich werden. Und wir verschwenden keine Zeit mehr und fangen direkt an, oder? Alles klar, Tobi, auf zum Duell der Küchengiganten. So, ich habe mich in meine Kochschürze geschwungen und bevor wir anfangen, es wäre kein GCN auf Deutsch Kochvideo, wenn ich diese alberne rote Kochmütze nicht aufziehen werde. Deswegen mache ich das gerade schnell so. Und dann fangen wir auch schon an mit meinem Gericht, was wir dazu brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Pappardelle, dann brauchen wir Ricotta, auf jeden Fall einen guten Ricotta holen. Den überbacken wir dann. Außerdem brauchen wir bestes Olivenöl, ein bisschen Butter, Parmesan, Dosentomaten. Also ich nehme immer gerne diese süßen von diese Pomidore. Dann brauchen wir eine Zwiebel, wir brauchen Salz, Zucker, Pfeffer, Chiliflocken, Oregano getrocknet. Dann Butter hatte ich schon und noch ein bisschen Basilikum und ein richtiges Pasta-Gericht fängt man am besten damit an, wenn man sich einen großen Topf holt und das Wasser schon mal zum Sprudeln bringt, wenn man in der Zwischenzeit die Soße vorbereitet und der Ricotta wird ja überbacken, den muss ich auch noch in den Ofen schieben, also als allererstes Nudelwasser auf dem Herd aufsetzen. So, das Wasser steht auf dem Herd und wird langsam zum Kochen gebracht. Das Salz erst ganz am Ende hinzufügen, weil das dauert sonst länger, das Wasser zum Kochen zu bringen. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Ricotta vor. Dazu holen wir uns eine Auflaufform und heizen schon mal unseren Ofen vor. Genau wie die Herdplatte. Gut, nicht vergessen. Umluft am besten und dann brauchen wir 200 Grad. Und die Auflaufform brauchen wir, um den Ricotta da reinzustürzen. Einmal über Kopf aus der Form rausmachen. Dann machen wir ein bisschen Olivenöl drauf. Das kann man dann mit einem Pinsel gleichmäßig überall verteilen. Und dann müssen wir den Ricotta mit Salz, Pfeffer würzen. Und die getrockneten ja, Chiliflocken kommen noch drauf. Wer es ein bisschen scharf mag, der kann da ordentlich draufballern. Wer nicht, der ein bisschen weniger. Und auch der getrocknete Oregano wird dann quasi der Ricotta ummantelt. Dann können wir das so in den Ofen schieben, wenn der Ofen vorgeheizt ist und backen den Ricotta schön durch. Goldbraun sollte der werden. Das dauert etwa so 20, 25 Minuten und in der Zwischenzeit haben wir Zeit, unsere Soße vorzubereiten. Dafür stellen wir einen Topf auf den Herd, am besten so eine Kasserole nehme ich ganz gerne und da erhitzen wir schon mal das Olivenöl und ein bisschen Butter und dann geben wir die Zwiebeln hinzu und lassen das schön lange vor sich hin köcheln, so ein bisschen sanft oder weich kochen. Und dann kann man auch noch gerne Knoblauch reinmachen, das habe ich noch vergessen. Den mache ich dann auch noch da rein. So, die Zwiebeln sind jetzt schön weich gekocht und jetzt hauen wir die Tomaten hinzu. Und dazu
eignen sich am besten Dosentomaten. Und mein Trick ist es immer, wenn man die Tomaten reingemacht hat, die Dose nochmal mit Wasser ausspülen ein bisschen, um dann wirklich alle Tomaten rauszubekommen. Und das lassen wir jetzt schön langsam bei niedriger Hitze vor sich hin köcheln. Dann wird die Tomatensoße schön süß. Dann kann man die auch schon mit Salz und Pfeffer etwas abschmecken. Und wer es noch ein bisschen süßer mag, der kann auch noch eine Prise Zucker reinmachen. Dann wird das am Ende richtig lecker. So, ich bin jetzt auch in den letzten Zügen. Das Nudelwasser kocht schon, also die Nudeln kann ich gleich reinschmeißen. Die brauchen etwa 6 Minuten. Der Ricotta ist auch schon goldgelb, so wie er sein soll. Da habe ich jetzt die Hitze auch runtergestellt. Und die Soße muss ich jetzt noch finalisieren. Da kommt jetzt noch ein bisschen Basilikumblätter rein. Und was ich auch immer nicht wegschmeiße, sind die Stängel. Die geben eine schöne Süße. Die hackt man einfach ein bisschen klein und kann man auch direkt mit in die Soße reinmachen. Und dann muss ich das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das ist jetzt wirklich bisher nur die Zwiebeln und die Tomaten, alles da drin. Das schmecke ich jetzt soweit ab und wenn die Nudeln fertig gekocht sind, dann schmeiße ich sie zusammen mit der Soße in eine vorgewärmte Schüssel. Ich nehme dann ganz gerne Pfanne, weil man das dann durchschwenken kann. Und dann kann ich auch schon servieren und am Ende kommt dann der gebackene Ricotta oben drüber. Und dann werde ich meine Testesser das verköstigen lassen. So, endlich ist der Tobi aus der Küche raus. Er versucht euch ja mit seiner roten Pasta mit Ricotta zu überzeugen. Und ich mache genau das Gegenteil, denn bei mir wird es heute ordentlich grün. Die Zutaten, die ich heute brauche, sind einmal tiefgefrorene Erbsen, tiefgefrorener Spinat, dann eine gute Handvoll Brokkoli, dann haben wir Frühlingszwiebeln, Knoblauch, immer ganz wichtig, und ganz am Ende gibt es ordentlich Parmesan. Der verleiht dem ganzen Gericht dann ordentlich Geschmack. Die Nudelsorte, die wir verwenden, nehmen wir diese Orchiette. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ausgesprochen. Die nehmen die Soße ganz gut auf. Am Ende wird das Ganze ja eine ziemlich käsige, cremige Angelegenheit. Und ich hoffe natürlich damit, dass ich mich in Marcel Meissens Herz kochen kann. Und wenn er sich nicht benimmt, damit das Ding nicht nur zum Pfefferstreuen benutzt. Bevor wir uns dem eigentlichen Kochvorgang widmen, noch mal ganz kurz was zur Portionsgröße. Im Originalrezept werden 450 Gramm Pasta verwendet. Wir machen heute nur die Hälfte. Schließlich soll das Ganze auch noch wegkommen. Dann können wir auch mit dem Kochen starten und beginnen hier mit der Drecksarbeit. Putzen und Waschen der Frühlingszwiebeln ist angesagt. Danach werden diese in kleine Scheiben geschnitten. Das Gleiche machen wir anschließend mit einem halben Lauch. Putzen, waschen und dann auch in kleine Scheibchen schneiden. So, jetzt gehen wir zum Brokkoli über. Auch hier werden die Stängel in kleine Scheibchen geschnitten und die Brokkoliknospen, die behalten wir, denn die kommen nachher nochmal ins Nudelwasser. Zack, Pfanne auf den Herd, ordentlich Olivenöl rein und dann wird Brokkoli, Frühlingszwiebel und Lauch ordentlich angeschwitzt und mit dem klein gehackten Knoblauch wird eben auch noch dazu gearbeitet. Das Ganze dann erstmal kräftig durchziehen lassen und jetzt kann man dann auch schon die restlichen Zutaten hinzugeben, sprich die Erbsen und den Spinat. So, währenddessen können wir auch schon das Nudelwasser aufsetzen, die Nudeln schön durchkochen und Achtung, aufgepasst, Nudelwasser immer gut salzen, denn wir brauchen das später noch und außerdem 2 Minuten, bevor die Pasta gut ist, die Brokkoliknospen hinzugeben, denn die werden dann eben später noch zur Soße bzw. zum Nudelgericht mit der Pasta zusammen hinzugegeben. So, die Soße köchelt weiter vor sich hin und kurz bevor sie dann eben fertig ist, gießen wir nochmal 200 Milliliter, in unserem Fall dann 100 Milliliter, weil es ja die Hälfte ist, Nudelwasser hinzu, geben den Parmesan noch dazu und mixen das Ganze kräftig durch, je nachdem, wie stückig man die Soße eben noch haben möchte. Anschließend sind wir dann auch schon servierbereit, machen die grüne Soße auf die Pasta drauf, garnieren das Ganze lecker mit Parmesan, den Brokkoliknospen und natürlich mit dem Basilikum. Und dann servieren wir das Ganze dem deutschen Meister im Cross, Marcel Meissen. Ich hoffe, es schmeckt. Ja, jetzt sind wir zur finalen Verkostung und wir haben einen Stargast hier, Marcel Meissen. Ich würde sagen, wir probieren mal, was der kleine Pichi hier uns gekocht hat. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und wir probieren einfach mal, oder? Kulinarisches Meisterwerk. Optisch. Riecht sehr, sehr grün. Ja, der Brokkoli ist da, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Nudeln sind ein bisschen zu kurz. Die sind zu fest.
Aber die Soße ist sehr gut. Ja. Nächstes Mal vielleicht dann nur Soße. So, der Knaupi hat auch ordentlich abgeliefert am Herd. Dann wollen wir das mal verköstigen hier. Optisch muss ich sagen, ist natürlich ein Traum. Da hat er ordentlich einen weggefrickelt. Das ist natürlich sein Ding auch, ne? Die kleine Deko-Maus. Ich bin mir sicher, wenn wir tief genug rühren, finden wir noch Überreste von Mack auf Öl oder sowas. Ich hoffe, das spiegelt sich jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Diese Nudeln sind so lang hier. So. Oh. Eine Nudel, die kräftigt. Ich krieg's nicht gegessen. Vollmundig im Abgang waldig, ne? Also ich muss sagen, die Röstaromen vom Ricotta, sehr gut. Ich glaube, er ist ihm ein bisschen angebrannt, oder? Also so ganz knapp davor. Schmeckst du? Schmeckt. Ein bisschen nach Barbecue. Ja, also da muss der Tobias auf jeden Fall ein bisschen aufpassen mit den Röstaromen. Ansonsten fein abgestimmt, tolle Noten von Kirschtomaten drin, fruchtig, ein bisschen herb, vollmundig der Parmesan. Einfach ein Traum. Der Tobi ist wirklich eine kleine Nudelfee. So Marcel, die Nudeln liegen mittlerweile schwer im Magen und es steht natürlich die finale Bewertung an, ne? Ja, ich muss sagen, habt ihr beide sehr gut gemacht. Es war einigermaßen genießbar. Und ich würde sagen, ganz klar, 2 Siege heute. Ja, und wir essen jetzt noch die Reste. Das machen wir. Und wir haben uns noch was überlegt, falls es irgendeinen Zuschauer oder eine Zuschauerin da draußen gibt, die besser kochen können als wir, dann meldet euch doch gerne bei Marcel, der freut sich immer über eine kulinarische Nudel. Tobi, du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, falls ihr noch weitere Nudelvorschläge habt, dann rein in die Kommentare. Und wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal und lasst noch ein Like da. Wir essen jetzt hier schön gemeinsam auf und dann steht der nächsten Radfahrt nichts im Wege, ne? Ja, oder wir machen einfach einen Couchabend. Ja, oder so. Also, guten Appetit. Ciao, ciao. Tschüss.